Hast du die Tür zugemacht hinter dir? Nein. Mach mal zu. Okay, ist hier offen? Nee, oder? Ich glaube, das ist nicht meine Tür. Nee. Oder doch? Doch, sieht so aus, ne? Kommst aber nicht durch. Nee, mm. Verrostet. Kommst du nicht durch. Ist da irgendwas hinter? Nee. Ich habe voll die Paranoia, dass da der Typ da wieder ist, den wir im Wald getroffen haben. Oh, sieh mal, sie erzählen eine Geschichte. Vater, Mutter, Kind. Das ist die Familie, was ist das? Großes Daddy. Daddy, sorry, I will not be bad anymore. Oh. I'm sorry, Daddy, okay, es fängt wieder von vorne an. Okay. Heißt, man sollte also anscheinend immer das machen. Es sind zwei Kinder. Es sind drei Kinder, da ist noch einer da. Ach, du bist ganz alleine? Ja. Oh. Das heißt, das dritte Kind ist vielleicht, die Kinder böse sind, dann sperrt Daddy die hier im Keller ein. Oh nee, was? Hoffentlich nicht. Das. Spritzen. Ja. Ölpaste. Nee, Quatsch. Zahnpasta. Mhm. L-Max und Aronal. Will meine Schuhe sehen. Nicht im Ducken. Das ist der Raum, wo das Foto war. Das ist der Raum. Ja, stimmt. Oh, das ist Mia. Echt? Hm? Echt? Das muss sie doch hören. Die reagiert gar nicht. Muss ich irgendwie ihren Führerschein zeigen? Nee. Ich glaube, du musst die Tür irgendwie aufbrechen. Guck mal, der hat ihr altes Brot. Hatte Spaghetti. Feinstes Spaghetti. Wieso reagiert sie denn? Achso, wahrscheinlich wegen. Schläft, oder? Naja, aber so heftig kann sie. Na, oder die kriegt diese Spritzen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Sie ist wahrscheinlich irgendwie betäubt worden mit. Okay. Da. Da liegt was auf dem Tisch. Bolzenschneider. Eine Liste. Ben ist tot. Was? Harold ist turned. Turn. Arthur is turned, Tamara is turned, Iralg... Break. Is dead. Lila is dead. Sean is tot, William is tot, Travis is turned, Peter is tot, André is tot, und Clancy is L. Was heißt denn L? Ein Loser. Oh, es gibt noch mehr. Oh. Kannst du nochmal atmen? Mia ist gar nichts. Bisher. Steht doch Mia, stimmt. Unklar. Ja. Vielleicht ist sie noch im Prozess. Aber wie lange brauchen wohin, die? Wohin eigentlich turned? Also quasi. Verwandelt in irgendwas? Ja. Wohin? Haben wir es Heidi? Ja, Heidi, ja. Heidi ist tot. Clyde ist turned. Steven turned. Blablabla, tot und Dings. Also die einzigen beiden Sachen, die uns eigentlich zu interessieren haben, ist einmal Clancy, der L ist. Ja, L. Das heißt L. Vielleicht lebendig? Alive. Na, also, wenn, dann wäre es ja Englisch. Würde ja Englisch sein, ja. Also alive. Glaube ich nicht. Lives. Vielleicht lost, also quasi verloren. Gewesen. Ja, es kann sein. Und das heißt, der ist ja auch Mia ist noch gar nichts. Mhm. Ja. Ah, ein Bolzenschneider. Vielleicht können wir damit den Schrank vorhin. Schrank? Mhm. Also der war doch zu. Die Schublade, oder was? Nee, den Schrank, als wir einfach reingekommen sind. Der war doch zu. Wo ich meinte, ob wir da den. Also, als wir ins Haus reingekommen sind? Ja. Die Leiter nach oben ist kaputt. Stimmt. Hier waren wir dann. Was geht denn hier ab, bitte? Sieht so aus wie so ein Krankenhaus oder so. Okay, ich höre irgendwas. Magst du mit dem Bolzenschneider mal an der Tür versuchen von mir? Ja, aber wir gucken erst mal, was hier ist. Okay. Weil ich schätze mal, es geht eh nicht weiter, bevor wir nicht bei mir. Weiß ich nicht. Und wenn es nichts bringt, dann müssen wir eh nicht zurück. Ist okay, das ist irgendwie so ein Hunde, ja, oder? Ist das ein Tiertransportkiste, ja? Ja. Für Kanickel oder so. Katzenkiste. Mhm. Das ist eine Box. Dosen. Dosen. Okay.
Nur so ewig. Boah, der Schatten. Okay, das ist jedenfalls nichts, was man hier hinlegen kann, glaube ich, oder? Doch, kann man bestimmt. Wie bewegt man das? Was ist das? Objekt benutzen? Vielleicht kann man das sogar nicht bewegen. Warte mal. Nee, ich glaube, den kannst du nicht. Ah! Okay, es ist zumindest nichts, was wir da nach oben legen können, aber... Doch, da war doch ein Plus, oder? Ja, aber ich kann nicht über zwei Schnellauswahldinger ein doppeltes Item legen, sozusagen. Na gut. Da vielleicht wird die auch auf dieses Bett gelegt und dann wird die Spritze verpassen in den Po und dann schläft sie. Also so wie der Raum aussieht. Ah, okay. Ja, ne? Ach, Kette, okay. Damit können wir... Die können wir auch als Waffe benutzen, um Finger richtig schneiden. Sieht so aus wie so eine Gummizelle. Sind das Matratzen? Ja, das sind so olle Matratzen. Ach so, damit man die nicht schreien hört wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Schalldämpfer. Erstmal anfassen. Ja, das sind Matratzen. Das ist, glaube ich, nicht, oder? Doch? Ja? Sieht ja. Die... Ich hoffe doch. Doch, ja, doch. Ich bin's, Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Okay, gehen wir. Führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ih, da ist eine Puppe. Nee, da gehe ich nicht hin. Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen.
Okay, hier ist nicht. E0. E00. Eine Oma. Okay. E00. Gehst du ja doch zu der Puppe. Ja, was soll ich machen? Was bleibt mir übrig? Schön, oh, da ist noch eine Puppe. Ja. Ist das Mia? Als Puppe? Hat Mia blaue Augen? Ja. Könnte ich jetzt so genau nicht sehen. Es war zu dunkel, aber leicht, ne? Könnte sein, ne? Was ist die andere für eine Puppe? Ein kleines Mädchen. Auf dem Bild mit dem mit diesem Rad, wo Daddy halt um Verzeihung. Okay, wir gucken trotzdem erstmal hier, was hier ist. Deine Freundin wird entdeckt. Willst du da nicht nachziehen? Doch, ich guck da. Wahrscheinlich ist ja eh schon. Ja. Okay, es ist komplette Wand eingerissen. Ja, hier war eine Tür. Ich will doch nichts verpassen, nur weil hier so ein Rush-Moment ist. Ja, ja, nee. Das wollen die Entwickler doch. Kein Problem. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Hallo? Oh, es regnet. Ganz schön stark sogar. Okay, hier haben wir frische Bettwäsche. Schön. Ach ja. Regen am Fenster. Ist gemütlich. Ist richtig. Entspannt. Telefon. Hallo? Ja. Er muss natürlich auch noch eine Nummer wählen. Bevor er telefoniert. Ich hatte nur geguckt, ob es funktioniert. Eine Karte. Hier. Oh. Aber eine sehr detaillierte Karte. Küche, Wohnzimmer, Hintereingang, Geheimgang. Da waren wir schon. Ne? Das steht natürlich auch auf der Karte, Geheimgang. Ja. Weil das so geheim ist. Das hat er eingezeichnet. Okay, hier kann ich sogar die Etage wechseln. Operationssaal. Mal unten, Keller. Operationssaal. Abstellraum, Wache, Zelle. Da sind wir ja lang gegangen. Da sind wir abgestürzt, lang. Genau. Operationssaal war also dieses Bett. Ja, dieses Bett mit Ketten. Abstellraumlager. Jetzt sind wir hier hochgekommen. Ja. Hier ist das Badezimmer, Wohnzimmer, Küche. Bist du sicher, dass wir bei einem Geheimraum waren? Ja, ne, das ist der Kamin, wo wir rein, also wo die Kette. Ach ja, stimmt. Diese rote Tür ist also die Tür, die verschlossen war einfach. Du bist jetzt hinter der. Genau. Dein Bad. Ja, okay. Ja, dann wissen wir es ja. Das ist das Bad, ne? Ja. Ja. Sieht so aus. Erste Hilfe als Knife? Was ist das denn? Ja, zum Heilen. Okay. So eine Flasche einfach. Wie komme ich zum Menü? Achso. Da. Es schließt Wunden und fördert die Zellregeneration. Stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Wie sieht man denn seine Gesundheit? Ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, wenn du getroffen wirst. Die Frage ist, sollten wir uns das auf so eine Schnelltaste legen oder nicht? Ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt drücke, es einfach einsetze. Ja, dass es einfach benutzt wird, ja. Dass es weg ist. Ach, es gibt zwei, okay. Werde ich die etwa brauchen? Okay. Ja, ist ja gut. Na, Toilette. Schön. Ja. Dusche. Mhm. Ich glaube, da klopft jemand ans Fenster, oder? Ja, aber wir sind doch im ersten. Nee. Unten, oder was? Wir sind im Erdgeschoss. Nee, wir sind oder? Wir sind im Erdgeschoss. Ja, stimmt. Wie gruselig ist das denn, ey? Wer klopft denn bitte? Wo denn? Hä? Was passiert? Es hat aufgehört. Was? Hallo? Nee. Ich werde mir frische Presse Unterwäsche mitnehmen, die werde ich brauchen. Die werde ich brauchen. Jemand hat die Tür zugenagelt. Das war's. Nein. So ganz schnell. Ja. Er ist gerade im Bad, er merkt's nicht. Ja. Ey, hier ist du. Ja, das ist ja die verschlossene Tür.
Ich dachte, die wäre auf der anderen Seite vielleicht. Alter, wenn da jetzt jemand am Schatten gewesen ist. Wer hat denn da? Das hat doch jemand geklopft, oder? Ja. Am Fenster. Ich will's gar nicht wissen. Warte, was? Da atmet jemand. Oh nein. Oh nein! Nein! Die Puppe! Das ist die Puppe! Nee, Quatsch. Oh, es atmet aber richtig eklig. Ja. Weiß nicht, ob man das gerade in der Aufnahme hört, aber das ist richtig gequältes Quietschen. Also mit Kopfhörer atmen. Hört man es bestimmt. Ja. Oh mein Gott. Wo ist eigentlich mein Licht? Achso, habe ich das? Das ist schon an. Das ist, ne? Ja, das ist. Ja, ich glaube ja. Soweit ich so identifizieren kann. Das ist mir stark. Kann ich die Tür zu. Was soll ich machen? Wo ist RT? Wo ist RT? Hinten? Ja, richtig. Mann, hör auf! Ich hab's doch geübt! Geh weg! Au! Mir ist warm. Au! Ich kann sie hören! Ja, ich kann dich auch hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Lass mich in Ruhe! Ich verdiene das. Ja, das hast recht. Was zur Hölle bist du, Mia? Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt Blut oben. Das ist wahrscheinlich meine Leben. Ja. Anzeige. Deswegen haben wir hier die erste Hilfe. Ich habe auch schon eine eingesetzt. Die Frage ist natürlich, wie viel halten wir aus? Wäre das Verschwendung? RB, was ist ein RB? Rechts. Das ist hier oben, der? Ja. Das und T ist hinten. Ja. Was ist das für eine Abkürzung? Right da. Trigger und Right Button. Ah, okay. Okay. Also Trigger ist der zum Ziel. Ja, okay. Ich muss mir das nur irgendwie merken können, weil sonst. Oh, was ist mit meiner Hand jetzt? Naja, gut, die hat ein paar Mal Messer abbekommen. Oh mein Gott. Kannst du mir irgendwie wieder in ihr Bett tragen oder so? Ich hätte voll den Michael Jackson Move gemacht. Ja, lass dich, ja. Entschuldigung. Hat sie noch das Messer? Sie hat noch das Messer. Ja, ich gehe. Okay. Alles gut. Ich werde jetzt gehen. Ich habe eine Axt. Geh weg! Alter, du kannst ja jetzt nicht mit der Axt auf deine Freundin losgehen. Lass mich. Ruhe. Lass. Lass mich in Ruhe. Alter. Okay, ich glaube, das war erstmal final. Erstmal. Oh. Sieht sehr endgültig aus. Kann ich die wieder haben? Axt? Ja. Nein. Mia, ist alles okay? Ja, Probleme. Hast du dir wehgetan? Ich glaube, du hast ihr wehgetan. Ja, das war notwendig. Das musst du mir glauben. Aber sie hat ja vorher gesagt, sie verdient es, sie war ein böses Mädchen. Alter, wie deine Arme aussehen. Ah, okay. Hallo? Ethan hier? Du bist echt nicht herkommen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Okay. Geh dahin. Jetzt. Ja, wenn du das sagst. Oh mein Gott. Ich hab gleich gewusst, dass das Atmen
Nichts Gutes. Okay, jetzt ist hier zu. Gut. Hier hat irgendjemand zugeschlossen. Ist Mia weg? Ja. Mia ist weg. Oh, die Axt. Nice. Wie wäre es denn gewesen, wenn wir jetzt einfach ohne Axt weitergegangen wären? Hättest du was verpasst, glaube ich. Okay, die Axt ist jetzt auf 2, auf also links. Links. Ja. Ah. So, das ist Bart wieder. Alter. Hey. Okay, es ist aber nicht gerade gut für eine Axt. Was ist denn das so? Wenn man so in die Wand haut. Das ist, glaube ich, eh stumpf schon. Es geht nur um die Kraft, ne? Ah. Ich bin zu Hause. Komm, ich sehe die Tür. Also das ist hier wie in Shining. Ja. Johnny. Nee, Quatsch. Speichern. Okay, hier ist das Videotape. Speichern wir oben, oder? Nee. Ja, auf dem Dachboden. Nee, ich meine quasi da oben war gerade das Speichersymbol. Achso. Hier ist jetzt auch Licht. Achso, es hat gespeichert. Das Licht an. War vorher nicht, ne? Doch. Oder? Nee, ich glaube nicht. Weil zumindest. Achso, ja, nee, da nee, das war nicht an. Ja, eine Kerzen. Nee. Oder? Sind das Kerzen? Nee. Doch. Das sind so eine elektrischen Kerzen, glaube ich. Ja, ja, ja. So eine Fake-Kerze. Ja. Das ist wieder die Küche. Wir sind auf dem Dachboden. Hm. Achso, wir probieren mal den Bolzenschneider aus. Wo? Hier. Der ist doch der Schrank, den ich meinte. Der Schrank, ja, richtig. Yes. Schneide ich so diese Henkel ab. Jetzt kriege ich den nicht mehr auf. Ach. Ah. Okay, dann war das ja notwendig. Das war notwendig. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendeinen Vorteil gegenüber anderen vielleicht. Das war Mia, oder? Ich hoffe nicht. Doch, ich glaube, die war gerade in der Tür. Die ist nach oben. Natürlich geht sie auch genau dahin, wo wir hin sollen. Natürlich. Aber sie kommt. Sie kommt ja nicht hoch, die Treppe ist ja da, ne? Also die Treppe ist noch nicht unten. Aber sie ist weg? Dann ist sie vielleicht, okay. Ist sie vielleicht nicht nach oben gegangen. Speichern erstmal. Ja. wo waren der Sicherungskasten? Der war unten im Wohnzimmer. Der war unten im Wohnzimmer neben dem Videorekorder. Ja. War doch hier, also Mia war hier gerade wieder. Die ist dann gegangen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die nach oben gegangen ist. So. Kriegen wir den auch wieder zu? Nö. Warum nicht? Ich glaube, das wäre mir gerade egal. Perfekt. Ist okay. Alter. Dieses Spiel. Ich habe mich verschluckt. Ich will nicht so angefasst werden. Lass mich. Los. Ich will nicht mehr angefasst werden. Ach, verdammt, Ben. Ja, mir. Hier? Ja. Das tat verdammt weh. Okay, jetzt geht's hoch. Nein? Nee. Nein! Was hatten die da? Es hört sich an wie eine Kettensäge. Tatsächlich. Das ist eine Kettensäge. Steck. Nein! Das ist keine gute Idee, sich abzuwehren mit einer Kettensäge. Okay, darf ich gehen, bitte? Mir ist schlecht. Aber danke, dass ihr mich nicht tötet. Also... Oh mein Gott. Oh, kann ich die Hand wenigstens mit... Ja. Kann ich die auch drehen? Du willst jetzt deine eigene Hand angucken? Ja. Aber sauber durch, mit einer Kettensäge, relativ. Die kann man wieder mit einer Operation bestimmt anbringen. Alter, da musst du auf jeden Fall irgendwie eine 18er-Warnung ransetzen an das Spiel. Ich hatte mal einen Film gesehen gehabt, dass man am besten die Wunde so desinfiziert, indem man das irgendwie in so ein heißes Eisen drückt oder so. Das ist Kauterisieren einer Wunde, ja. Ja. Speichern wir erstmal noch. Steht die Blutung sofort, heilt die Wunde aber nicht. Hm. Aber ist es nicht so, dass es dann wie so eine Art Schorf dann zu ist? Es ist verbrannt, also quasi die Blutung ist gestillt. Ja. Aber das Gewebe wird sich nicht mehr regenerieren, ja, können.
Also man kann die Hand nicht mehr anbringen, wenn... Ich würde es jetzt in so einen Eissack legen. Nee, das soll man nicht machen. Nee? Ich habe mal gehört, wenn man irgendwie Finger verliert oder irgendwie so kleinere Sachen verliert, soll man die nicht kühlen, weil die Kälte die Nerven abtötet, schneller. Ach so. Deshalb soll man die quasi einfach nur einpacken und schnellstens ins Krankenhaus gehen. Mhm. Weil sobald die Nerven in dem abgetrennten Finger nämlich einmal degeneriert sind, kommen die nie wieder. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder... die Frage ist, würde man jetzt eher abhauen und ins Krankenhaus gehen? Mit der Hand? Ja. Oh, wir haben eine Knarre. Oh. Du bist mit dem Auto hergekommen. Ich glaube nicht, dass du einhändig Auto fahren kannst. Okay, wir haben jetzt die Axt hier und die Knarre hier. Hm. Die sind sehr langsam, oder? Ja. Eine Option noch gucken. Mhm. Da gibt es bestimmt irgendwie hier. Zielhilfe ist ein... Empfindlichkeit-Controller kannst du hochstellen, auch von 4 auf, weiß ich nicht. Wo? Hier. Ja, genau da. Von? Zumindest schneller jetzt, ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen Auto-Aim. Ja. Jetzt drehe ich mich auch schneller, glaube ich. Mhm. Okay. Und hinter dir sind noch so Holzkisten, ich glaube, die kann man aufmachen. Ja. Eine Puppe. Ist aber nicht so eine Puppe. Die bewegen sich, ne? Hast du gesehen, dass ich die Augen bewegt habe? Nee. Bist du dir sicher? Wir nehmen das auf. Ich glaube... Ich sehe es später. Ich habe irgendwie gedacht, die Augen bewegen sich kurz. Das hast du dir nur eingebildet. Vielleicht. Es ist ein jugendfreies Video. Wir sind die Brüste abdecken. Jugendfreies Video und eben... Ab 18. Eben wurde dir mit einer Kettenhand abgegeben. Das ist das letzte Mal, wenn du deine Augen bewegt hast. Sag es jetzt. Der Kopf ist ab. Ja. Und der Kopf ist ab. Ja. Alles. Genau, diese Kisten kann man, glaube ich, immer kaputt machen. Ja, aber da ist nichts drin gewesen. Ist das ein Stab? Ach, da war die Puppe drauf. Da war die Puppe dran gesteckt. So ja. Vielleicht behalte ich die Axt erstmal, oder? Ja, also eigentlich würde ich gerne mal Probe schießen, aber ich weiß nicht, wie viel Munition man hier naja, kriegt. Also. Die Knarre hat 7 Schuss und du hast nur insgesamt 12, also wahrscheinlich nicht so viel. Hallo, Mia? Da Puppen. Bist du jetzt auf dem Dachboden eigentlich? Ja, ich bin ja hochgegangen. Ja. Total ungewöhnlich für so ein Spiel, dass in den ersten Boxen überhaupt nicht drin ist, so von wegen, dass man sich jetzt sozusagen angewöhnt, die gar nicht kaputt zu machen. Toll, gut. Ich weiß zwar nicht, wie ich... Da oben ist ein Stuhl. Ach, da kann man bestimmt noch höher. Ja, da ist auch eine Leiter da hinten. Da ist aber noch eine Kiste und eine Lampe. Ah, wie die wegfliegen. Was für ein Speed. Mal richtig eine geklebt. Habe ich den Bein ab, ins Bein abgehauen? Ich glaub, du. Ach so, die sind so zusammenstecken. Kaputt, ja, ja. Wenn die, sind. Die müssen ja leichter angezogen werden, deswegen sind die Beine separat. Stell dir mal vor, Mia stellt sich da so hin, wie so eine Puppe, um mich erkannt zu werden. Ich dachte, Mia ist hier schon wieder, weil es irgendwie so geatmet hat. Vielleicht ist er das ja. In so einer Kiste. Die ist jedenfalls nach oben gegangen, oder? Sehe ich das falsch? Nee, die ist ja mit der Kettensäge wieder weggegangen, glaube ich, irgendwo hin. Ich habe nicht genau gesehen, wohin, aber... Kann man die Glühbirne kaputt machen? Das wäre jedenfalls... Die hat einen Käfig extra okay. Dafür. Für Leute wie ich, die darauf sinnlos einbringen. Ist ja nicht sinnlos. Wolltest du gucken, ob es geht? Ja, aber stell dir mal vor, es wäre jetzt dunkel gewesen. Okay, wir hauen jetzt ab. Hast du deine Taschenlampe? Wir hauen jetzt ab. Meinst du, da kommst du raus? Vielleicht. Die Frage ist natürlich. Ich habe keine Munition mehr. Ich hau ab. Ich glaube nicht, dass du abhauen kannst. Nicht mehr zumindest. Ja, ist gut. Au.
Bin ich tot? Ich glaube ja. Oder? Ja. Sie sind tot. Sie? Ja, ab jetzt ist so der Moment, wo ich nicht weiß, ob ich mit Controller wieder spielen kann. Kannst ja dynamisch wechseln, jetzt kannst du dann quasi auf die Maus. Geht beides gleichzeitig? Nee, geht's nicht. Nee, beides gleichzeitig. Okay, ich würde mir jetzt erstmal mit Maus versuchen. Okay. Vielleicht ist es besser. Wo ist, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich zu meiner Knarre komme. Ach, ich hab die gar nicht. Im Moment hast du die noch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mich abwehre und sowas alles. Also im Prinzip, wenn ich jetzt wirklich mit Maus spielen sollte, muss ich mir erstmal angewöhnen, wo ich was mache. Ja. Das finde ich bei Tastatur ein bisschen schwieriger. Gut. Oder ich versuche es einfach nochmal. Ich glaube auch, wenn. Also du kannst ja rennen, wenn du den linken Stick so reinklickst. Zielen, ja. Aber ist gar nicht mehr so einfach, wenn man gleichzeitig. Also jetzt vielleicht so strategisch gesehen. Nachladen ist schwierig, wenn man keine zweite Hand hat. Also stimmt, ja. Dauert das mega lange. Wieso sollte ich hier nochmal hochklettern, Mann? Ich weiß, dass du was kannst. Also. Okay. Ja. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Weißt du nicht, dass sie dir einfach hinterher kommen? Ja, schon. Ich warne dich, Mia. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Nein, das wollte ich nicht. Mia, bitte? Mia? Nicht so schnell, nicht so schnell. Du hast Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit. Du beeilst dich ja nicht gerade. Noch nicht, noch nicht. Okay, okay, jetzt. Ich haue jetzt ab. Ja, das bist du. Ich kann nicht merken, das ist so. Dann musst du wohl schießen. Ja. Mia, du bist verantwortlich. Ist sie tot? Nee. Lauf an ihr vorbei, wenn sie die letzte Kugel gibt. Das war die letzte Kugel, was mach ich? Ja, ich hau erstmal ab. Beziehungsweise, ich glaube, hier links auf dem Tisch lagen noch Patronenkugeln, da links. Hinter dir, jetzt. Mia, ich warne dich, ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt! Sie hat die motorisierte Axt. Ja, ja. Das ist besser. War es hier drin? Nee, nein. Da auf dem Tisch. Aua! Ja, ich will's, ja. Au. Oh. 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 Es ist schwer. Das ist schwer, ja. Das ist bestimmt der letzte Endgegner schon. Ja. Von dem Schwierigkeitsgrad. Oh, mir ist jetzt schon warm. Ich hätte keinen Pullover anziehen sollen. Ich kann die Munition ja vorher aufheben. Das wäre ja gar nicht mal so dumm. Die Frage ist nur, ob das was bringt. Ich meine, du hast dir viermal in den Kopf geschossen und das hat sie fast überhaupt nicht interessiert. Also die Axt hatte vorhin eine größere Wirkung. Aber okay. Da hat es auch nur ein Messer gehabt. Ja, weil die Kettensäge ist halt mega gemein, ne? Wieso kann ich dir die Kettensäge nicht wegnehmen? Das wäre cool. Stell dir mal vor. Okay, hier ist die Munition. Genau, die hatte ich vorhin nicht gehabt, oder? Doch, am Anfang hattest du. Kann ich die auch so umschubsen? Ja, kann ich. Ja, kann ich. Das Spiel hat gerade im Ladebildschirm gesagt, suchen Sie den Dachboden ab, vielleicht finden Sie nützliche Gegenstände. Hier? Ja. Aber hier war ich beim ersten Mal, glaube ich. Da war nichts drin. Doch, hier. Oh, Munition, okay. 20! Ja, das ändert natürlich einiges. Wie viel hast du jetzt? 32? Okay. Ja, kann ich auch jetzt schon nachladen? Nee, sie ist voll. Nee, die hat nur 7, glaube ich. Kann ich nicht jetzt schon auf sie schießen? Also gut ausweichen jetzt, ne? Ja. Ich muss nur kurz rauf. Quasi kurz an die Leiter gehen. Scheiße. Alter, das ist. Wie die da so runterfällt. Die ist so fies, ey. Geh weg. Okay. Okay. Mia? Mia? Okay. Okay, ich muss nachladen. Ja. Ich bin. Gut. Du machst das gut. Nein. Okay, das war mein einziger Schuss. Na, da ist noch ein zweiter Rolle. Wenn ich ins Bein schieße, kann sie nicht mehr gehen. Ist sie tot? Nein. Na, ich hau ab. Noch nicht. Ich hau ab. Zu. Oder? Ich glaube, sie hat sich hingelegt.
Die Musik ist jedenfalls sehr entspannt. Ich würde erstmal nicht nachsehen gehen. Aber ich habe, ja, ich verstecke mich hier. Ich höre es jedenfalls auch knattern, aber die also hat die Kettensäge ist die raus, hat die. Oder? Ich glaube, die würde aber kommen, wenn. Alter.